Aktien, Anleihen, Rohstoffe oder auch Fonds oder alles gemixt. Die Liste der Anlagemöglichkeiten an den Kapitalmärkten ist lang. Eine Spezialdisziplin sind die sogenannten Nachranganleihen. Und das ist unser Thema jetzt mit Portfoliomanager Alexander Weiß von Aramea Asset Management. Danke für Ihre Zeit, Herr Weiß. Jetzt zunächst mal ganz grundsätzlich, was ist eigentlich der Unterschied zwischen einer, ich nenne mal, normalen Anleihe und einer Nachranganleihe? In erster Linie erhalten Emittenten für eine normale Anleihe reines Fremdkapital, während sie für eine Nachranganleihe sich temporär zumindest Eigenkapital anrechnen lassen können und somit positiven Einfluss auf die Bilanz und das Rating nehmen können. Allerdings befinden wir uns auch bei den Nachranganleihen in der Kapitalstruktur eine Ebene tiefer als, wie Sie es formulierten, bei den normalen Anleihen. Für dieses Risiko wird der Investor tatsächlich aber auch durch eine höhere Rendite kompensiert. Das heißt, der Anleger in einer Nachranganleihe geht ein Stück weit mehr Risiko auch ein, kriegt dafür mehr Geld, wenn ich Sie richtig verstehe, aber muss sich im Fall der Fälle hinten anstellen, wenn es nämlich zum Ausfall kommt. Wie wird dann nun genau dieses zusätzliche Risiko entlohnt? Wir sprechen im Wesentlichen von drei Risiken im Nachrangsegment. Das ist zum einen das Laufzeitverlängerungsrisiko. Hier geht es um die Fragestellung, zu welchem Zeitpunkt die Anleihe vom Markt genommen wird. Da gibt es unterschiedliche Einflussfaktoren, unter anderem die Dauer der Eigenkapitalanrechenbarkeit. Wir haben darüber hinaus das Couponrisiko. Hier geht es um die Frage, kann ein Coupon ausfallen? Kann er aufgehoben werden bzw. aufgeschoben werden und in dem Fall, ob er dann kumuliert nachgezahlt wird. Das dritte Risiko, das ist das, was Sie angesprochen haben, das ist das sogenannte Nachrangrisiko, also im Fall einer Insolvenz, dass wir als Investoren erst nachrangig bedient werden. Und dieses Risiko möchte der Investor selbstverständlich auch höher kompensiert bekommen. Da bringe ich ganz gerne immer das Beispiel einer Telefonica-Anleihe. Wenn der Investor sich dazu entscheidet, sich im Bereich Nachrang zu investieren, bekommt er derzeit einen Renditeaufschlag zur normalen Anleihe von in etwa 300 Basispunkten. Und hier muss man vielleicht noch anmerken, wir sprechen von demselben Emittentenrisiko. Das Emittentenrisiko ist unabhängig der Kapitalstruktur und des Zahlungsrangs. Und das ist auch der Grund, warum wir uns tatsächlich auf gute und bonitätsstarke Emittenten fokussieren, wie beispielsweise eine Allianz, eine BNP Paribas oder auch die angesprochene Telefonica. Spannende Opportunitäten ergeben sich immer auch dann, wenn Nachranganleihen überraschend gekündigt werden. Und das passiert, wie ich weiß, immer mal wieder. Was ist die Investmentidee dahinter? Ja, wir sprechen in erster Linie von Effizienzen bzw. von Ineffizienzen am Markt. Vielleicht zwei Beispiele dazu. Nachranganleihen werden meist schlechter geratet als der Emittent selbst. Also es kann dazu führen, dass der Emittent im sogenannten Investment-Grade-Bereich geratet ist, die Anleihe selbst aber im sogenannten Non-Investment-Grade, also BB+. Das führt oftmals dazu, dass Investoren einen großen Bogen um diese Anleihen machen und der Emittent das dadurch vergütet, indem man eine höhere Rendite bekommt und für uns dementsprechend gute Opportunitäten liefert. Das zweite sind sogenannte Risk-Off-Phasen, also gestresste Marktphasen. In diesen Phasen preist der Markt die sogenannte Laufzeitverlängerung ein. Bedeutet, er rechnet nicht mehr damit, dass Anleihen zum erstmöglichen Kündigungsdatum oder zum nächstmöglichen Kündigungsdatum vom Markt genommen werden. Und diese Sichtweise geht uns meist zu kurz, denn der Markt vergisst hier das Thema der Reputation. Aus unserer Sicht ist die Reputation ebenso wichtig und vor allem langfristig für den Emittenten wichtig, um sich günstig oder fortlaufend refinanzieren zu können. Und das führt dann für den Markt meist zu unerwarteten Kündigungen, für uns aber dann tatsächlich zu guten Opportunitäten. Da kommt vieles zusammen und dann hoffentlich auch zumeist positiv. Und dann gibt es noch einen Aspekt, nämlich den Aspekt der Regulatorik. Auch der ist nicht ganz unwichtig. Viele stöhnen eher und ziehen die Augenbrauen hoch. Aber es kann im Zusammenhang mit Regulatorik auch Rückenwind für Nachranganleihen gehen. Wieso und weshalb und warum? Absolut. Sie sagen es, Regulatorik ist tatsächlich eher so ein bisschen negativ behaftet. Aus Bondholder-Sicht müssen wir einfach sagen, wir wollen in die gleiche Richtung. Da ist regulatorisch und regulatorische Anforderungen einfach positiv. Denn wozu haben sie geführt? Gerade bei Banken, Basel I bis Basel III, hat in den letzten Jahren sukzessive zur qualitativen und quantitativen besseren Eigenkapitalausstattung geführt. Und im Grunde führt es am Ende des Tages dazu, dass wir weniger Ausfälle haben, also stabilere Emittenten. Bedingt durch die regulatorischen Anforderungen können sich die Emittenten temporär Eigenkapital anrechnen lassen, weswegen dieses Segment per se einfach attraktiv ist. Neben der Regulatorik haben wir aber auch noch die Methodologie der Ratingagenturen, also vor allem für die Industrieanleihen wichtig, weil auch die sich durch diese Methodologie einfach temporär Eigenkapital anrechnen lassen können. Und wie eben schon erwähnt, die zwei Rs hatten wir schon, Rating und Regulatorik. Das dritte R ist die Reputation, denn unrühmliches Verhalten am Kapitalmarkt führt bisweilen langfristig zu höheren Refinanzierungskosten, also sollte nicht außer Acht gelassen werden. Abschließend, Sie managen einen Nachranganleihenfonds. Wie sieht hier Ihre aktuelle Strategie aus? Und wenn ich das so fragen darf, was machen Sie da vielleicht besser als die anderen?
Ja, wir sind tatsächlich in allen drei Segmenten allokiert und investiert. Heißt bei uns im Bereich der Banken, der Versicherung und der sogenannten Corporates, also Industrieanleihen. Im Bereich der Banken und Versicherung haben wir uns mehr auf den Zahlungsrang Tier 2 fokussiert, weil wir im Fall der Fälle auch eine harte Endfälligkeit sehen. Wir sind logischerweise flexibel in der Allokation selbst, haben aber entschieden, dass wir die sogenannten AT1 und RT1 Papiere eher untergewichtet berücksichtigen, weil es meist ewig laufende oder sogenannte Perpetual Anleihen sind und eine höhere Volatilität mitbringen. Darüber hinaus ist es aus unserer Sicht so, dass diese Bedingungen dieser AT1-Papiere oftmals eher emittentenfreundlich sind und investorenunfreundlich. Und aus Investorensicht wollen wir eher natürlich investorenfreundliche Bedingungen sehen. Im Vergleich zum Wettbewerb bringen wir, glaube ich, ein sehr gutes Rendite-Risikoprofil mit und einen sehr geringen Drawdown. Das liegt vor allem an unserem Investitionsfokus auf Kerneuropa und auf den USA. Und wir investieren nur in stabile Volkswirtschaften wie Deutschland, Frankreich und den Benelux-Ländern. Nachranganleihen. Im Fokus unseres Interviews mit Alexander Weiß haben wir eine Menge gelernt, hier in einem Fonds zusammengefasst. Viel Erfolg weiterhin bei Ihrer Arbeit.